Herzlich willkommen hier zum zweiten Teil mit dem wunderbaren Interview mit Benita John, Wechseljahrsberaterin und Expertin für Mikronährstoffe. Und ich freue mich sehr, liebe Benita, dass wir jetzt nochmal im zweiten Teil unseres Interviews darüber sprechen können. Was ist mit den Mineralstoffen? Die brauchen wir in den Wechseljahren als Frauen ja auch. Vielleicht magst du, bevor wir loslegen, nochmal so zwei, drei Sätze einfach nur kurz sagen, wer bist du? Und warum machst du das, was du machst? Ja, total gerne. Und ich bin super froh, dass wir hier nochmal sprechen, Ann-Kathrin. Genau, wir werden heute über drei Mineralstoffe, es gibt ganz viele, aber das sind so die drei wesentlichsten Mineralstoffe für die Frauen in den Wechseljahren, das Kalzium, Magnesium und Eisen. Und ja, also was mache ich, woher komme ich? Ich bin Gründerin von Bioni. Wir bieten Bluttests für zu Hause an für Frauen in den Wechseljahren, damit sie in die Lage versetzt werden, einfach zu verstehen, auch was in ihrem Körper los ist, ja, wie sie auch ihre Wechseljahresbeschwerden in den Griff kriegen können und oder sich auch, weil nicht jeder hat Beschwerden, aber wir alle müssen vorsorgen fürs Alter. Und da spielen eben die Vitamine und Mineralstoffe eine große Rolle. Und da bieten wir Bluttests für zu Hause an und Beratung, damit man da ganz gezielt ansetzen und handeln kann, wenn ein Mikronährstoffdefizit sich abzeichnet. Jetzt lass uns doch mal über die Mineralstoffe sprechen. Also ihr habt ja bei diesen Tests wirklich 6 Biomarker, über die sozusagen die Gesundheit oder der Nährstoffspiegel getestet wird. Wir hatten im ersten Video, im ersten Interview, im ersten Teil ja schon angesprochen, Vitamin D, Vitamin B12 und Vitamin B9. Jetzt wollen wir über die Mineralstoffe sprechen. Und welche sind denn das? Genau, Kalzium, Magnesium und Eisen sind so eine der wichtigsten Mineralstoffe in unserem Körper. Und ich fange mal an mit dem Kalzium, weil das jetzt auch ein ganz guter Anschluss ist an die Vitamingeschichte, vor allem an die Vitamin D-Geschichte, weil man kann eigentlich über Vitamin D und Knochengesundheit nicht reden, ohne auch über das Kalzium zu reden. Und Kalzium ist halt super, super wichtig für unsere Knochen. Ja, 99%, glaube ich, unserer Knochenmasse besteht aus Kalzium. Das ist einfach der wesentliche Baustein für unsere Knochen, die sich übrigens, es ist ja kein totes Gewebe, unsere Knochen, wie wir es immer so denken, weil wir so ein Skelett irgendwie vor dem inneren Auge sehen, sondern das ist ein Stoffwechselprozess, der da passiert. Die Knochen bauen sich auf und es baut sich auch wieder was ab und es wird halt immer wieder erneuert. Der Knochen erneuert sich selber sehr dauernd und regelmäßig. Deswegen können wir auch nach einem Knochenbruch kann das auch wieder zusammenwachsen. Und dieser Prozess des Knochenaufbaus und Abbaus kommt in den Wechseljahren halt so ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Ja? Da überwiegt die Aktivität der sogenannten Osteoklasten, das sind die knochenabbauenden Stoffe und das Östrogen, was die Osteoblasten, die knochenaufbauenden Elemente immer unterstützt hat, das geht halt zurück und damit werden die Knochen immer brüchiger. Und das passiert tatsächlich bei allen Frauen. Das ist nicht irgendwie eine Krankheit oder so, sondern das ist einfach auch der Lauf der Dinge. Passiert übrigens auch bei den Männern, aber nicht in demselben Ausmaß. Und wir verlieren, glaube ich, im Jahr so 1,5% unserer Knochenmasse. Und wenn man wirklich Osteoporose hat, dann sind das bis zu 6%. Und sagt noch mal, kann man sich ausrechnen, wie viele Jahre da man irgendwie noch mit leben kann. Und Osteoporose ist wirklich eine ganz schlimme Krankheit, die will keiner haben. Es ist viel zu wenig in der Öffentlichkeit. Und es ist eine sehr, sehr prävalente Krankheit. Also eine von 4 Frauen über 65 leidet sozusagen, also leidet an Osteoporose. Und auch eine von 4 Frauen wird irgendwann eine Hüftfraktur bekommen und 30% dieser Frauen versterben im ersten Jahr nach der OP. Was man ja auch sagen muss, es ist nicht heilbar. Genau, es ist nicht heilbar. Es ist nicht heilbar. Genau. Die Medikamente, die du kriegst, sind immer nur, sag ich mal, sie erhalten den Status, den du zu dem Zeitpunkt hast. Ja. Mit, sag ich mal, Kaufnahme starker Wechselwirkungen und Nebenwirkungen. Absolut. Und wenn du die absetzt, dann baut der Körper sehr schnell das, was er sowieso abgebaut hätte, baut er dann in schnellerer Zeit ab. Absolut, genau. Also das ist auch noch so was ich viele nicht wissen. Pardon?
Das wissen viele nicht, dass es nicht heilbar ist. Also es ist wirklich keine Erkrankung, wo ich sage, na ja, aber dann ne, kann ich mir vom Arzt was holen und dann wird das schon wieder. Nee, nee. Es kann den Fortschritt der Krankheit ein bisschen verlangsamen. Aber genau. Also all das, um zu erzählen, wie wichtig ja dieses Kalzium für uns im Körper ist. Also man denkt so, naja, das Glas Milch, ja, meine Güte, ja, ist jetzt irgendwie, also ich habe noch immer ein Glas Milch jeden Tag von meiner Mutter bekommen, aber heutzutage sind wir ja auch alle so, nee, Milch und Laktoseintoleranz und lieber nicht und nimm mal lieber Hafermilch und so weiter. Und auch das Thema, ja, also Rind, ja, also Rinder sind der größte CO2-Produzent auf der Welt. Also da gibt es schon auch Gründe, weshalb man vielleicht dann auch auf Milch verzichten sollte, die durchaus beachtenswert sind. Aber für unseren Körper ist es halt wirklich erforderlich. Und also die Menge an Kalzium, die wir brauchen, ist ungefähr 1000 Milligramm pro Tag Kalzium. Da muss man schon fast einen Liter Milch am Tag trinken, ja, oder andere Milchprodukte. Aber nur um das mal so ein bisschen in die Relation zu, wer trinkt schon einen Liter Milch oder nimmt äquivalent dazu Milchprodukte auf. Also von daher auch da total wichtig, dass man das im Blick hält, ja, nehme ich genügend Kalzium auf und tatsächlich hat man auch festgestellt, also Kalzium spielt immer im Zusammenhang mit Vitamin D, weil das Kalzium, wenn man das seine Milch trinkt, das kann erst aus dem Darm aufgenommen werden, wenn dazu Vitamin D kommt. Vitamin D hilft sozusagen dem Körper, das Kalzium aus dem Darm ins Blut zu bringen. Deswegen müssen diese beiden Vitamine immer gemeinsam auf einem guten Level sein. Also wenn man jetzt gar kein Vitamin D hat, kann man so viel Milch trinken, wie man will, passiert nichts. Ja? Also es muss wirklich beides in einem guten Referenzbereich sein, erst dann nutzt es was. Und das ist auch, was in Studien herausgekommen ist, also dass sozusagen Einzelsupplementierung ja, von Vitamin D zum Beispiel nicht isoliert was hilft, ja, aber beides zusammen, Kalzium und Vitamin D, kann schon so 15% der Hüftfrakturen verhindern. Und das, ja, ich habe vorhin erzählt, wie tödlich das Ganze auch ist und wie prävalent das ist, das ist schon, sind schon große Zahlen. Also deswegen, ja, Kalzium, Vitamin D, total wichtig, wenn nicht fast das Wichtigste für Frauen in den Wechseljahren, eigentlich schon davor, weil der Knochen entwickelt sich ja schon in den Jahren davor, also auch für die Kinder, die heute eben nicht mehr, so wie ich, das Glas Milch von der Mutti morgens bekommen haben, total wichtig. Mhm. Genau, vielleicht an der, ja. Ja, wenn fällt dir noch was ein, wo du sagst, okay, dafür braucht der Körper jetzt Kalzium auch noch außer den Knochen, weil viele ja sagen dann so, na ja, ne, ja. Wie wichtig kann das schon sein, das Kalzium? Na klar, also gibt's auch ganz viel. Eine Sache noch zu dem Vitamin D. Ich hatte vorhin erzählt, dass das Vitamin D sozusagen hilft, das Kalzium aus dem Darm zu reservieren. Man braucht immer noch, ich will das nur sozusagen zusammenfassend sagen, man braucht auch noch das Vitamin K2 dazu. Deswegen ganz häufig, wenn man Vitamin D supplementiert, sieht man, K2 ist noch mit dabei. K2 ist das, was dann das Kalzium wirklich in die Knochenzellen einbauen kann. Also diese wirklich das dahin transportiert, wo es hin muss. Ja, also Vitamin D holt es aus dem Darm raus und das K2 bringt es dann in die Knochen. Und das ist halt total wichtig zu verstehen, weil es ist immer so, auch lauert immer so das Argument, naja, Hyperkalzämie, wenn man das mal gehört hat, ja, das auch gefährlich sein. Also Kalzium ist tatsächlich ein Mineral, was man nicht überdosieren sollte, weil dann der Körper eben und insbesondere, wenn man eben kein K2 nimmt und es dann viel zu viel im Blut rumschwirrt, dann wird es eben an Orten abgelegt, wo es eigentlich nicht hingehört. Und das führt dann eben zu Nierensteinen und Thrombosegefahr und solche Sachen. Das ist sozusagen das Risiko der Hyperkalzämie. Und deswegen ist es wichtig, das Vitamin D mit K2, damit es auch dann dahin kommt, wo es hingehört, nämlich in die Knochen. Genau, also das nur, um das nochmal in der Gänze zu beleuchten, dass es immer auch gut ist, zum Vitamin D das K2 zu nehmen. Und wenn man supplementiert, ist es häufig auch in der Kombination dann erstehen. So, jetzt fragtest du, was kann das alles noch? Ja, das genau, was kann das Kalzium noch? Das Kalzium ist vor allem auch, also kann total viel, aber ist vor allem auch dafür zuständig, unseren Muskeltonus
zu stärken. Ja, also in Muskeln- und Kalziumrezeptoren. Und die sind dafür da, dass sie sozusagen auch die Kontraktion der Muskelzellen auslösen. Ja? Und das hat wiederum sehr viele Wirkungen. Ne? Wir haben ja überall im Körper Muskeln. Zum Beispiel haben wir den Herzmuskeln. Wollte ich gerade sagen, das Herz ist ein Muskel. Mhm. Genau, das Herz ist ein Muskel. Und deswegen ist Kalzium eben für die Herzgesundheit auch total wichtig. Und wenn das fehlt, und nachher bei Magnesium erzähle ich noch ein bisschen, weil die beiden spielen auch zusammen, also Kalzium macht die Kontraktion des Herzmuskels, das Magnesium entspannt dann wieder den Herzmuskel. Und wenn die beiden nicht gut zusammenspielen, dann bekommt man eben eine gestörte, also Herzrhythmusstörung oder auch eine gestörte Blutdruckregulation. Also kann er vielleicht hochgehen oder zu niedrig sein. Also dieses Thema Blutdruck, Herzrhythmus, das ist sehr stark abhängig eben auch vom Kalzium, weil es eben eine große Rolle in der Muskelkontraktion spielt. Und dann gibt es noch zwei weitere, also wir haben natürlich Muskeln am ganzen Körper, aber für die Wechseljahre jetzt speziell Thema Beckenbodenmuskulatur ist ja auch, ne, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die urogenitale Gesundheit gucken, da ist auch Kalzium, ein angemessener Kalziumspiegel ist für die Beckenbodengesundheit wichtig und kann so Themen wie Harninkontinenz oder auch Gebärmutterabsenkung so ein bisschen vorbeugen, weil es eben die Muskeln an der Stelle stärkt. Und das Kalzium ist nicht nur wichtig, sozusagen, weil es in die Knochen eingebaut wird, sondern weil es eben auch die Muskulatur unterstützt. Und die Muskeln sind am Knochen natürlich irgendwie festgemacht. Ja? Und deswegen zur Vorbeugung von Osteoporose soll man auch vor allem viel Muskelsport machen, ja, also Kraftsport. Wieso? Weil durch diese Muskelkontraktion ein gewisser Reiz auf die Knochen, an denen die Muskeln dranhängen, ausgeübt wird. Und durch diesen Reiz, das ist so ein Stoffwechselreiz, ja, wenn die gereizt werden, dann fangen die an, sich wieder besser zu erneuern. Und deswegen ist Kalzium nicht nur sozusagen als Mineralisierung des Knochens notwendig, sondern auch über diesen Umweg über die Muskeln. So, Das war das Thema Muskelkontraktion. Und dann, wie alles andere auch, ganz häufig in Verbindung auch steht zu Diabetes, echte Volkskrankheit, wird massiv mehr, ist wirklich, wirklich auch kein Spaß, ist nicht einfach mal so, ach, dann habe ich halt ein bisschen Diabetes, sondern das ist wirklich eine ernstzunehmende Erkrankung. Und auch da hat man gesehen, dass eine Erhöhung der Kalziumzufuhr deutliche sozusagen Effekt auf die Insulinsensitivität und den Glukosestoffwechsel dann auch hat. Ja, und da fragt man sich wirklich, wenn man dich hört, was du hier so alles erzählst, da fragt man sich natürlich sofort, es heißt immer, bei den Frauen ist nach den Wechsel oder durch die Wechseljahre, dann in den Jahren danach, die Gefahr einer Herz-Kreislauf-Erkrankung weitaus höher als vor den Wechseljahren. Da fragt man sich immer ernsthaft jetzt, finde ich, wie viel ist davon Mineralstoffmangel und wie viel ist davon wirklich dem Östrogen zuzuschreiben? Also ich glaube, dem Östrogen ist ganz schön viel. Also Östrogen ist ja so unglaublich potent in unserem Körper. Und man muss, auch da gibt es unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Studienlage. Aber es deutet sehr, sehr, sehr viel darauf hin, dass Östrogen tatsächlich insbesondere bei der Herzgesundheit eine protektive Wirkung hat. Vor den Wechseljahren ist Herzinfarkt eine Männerkrankheit, Punkt. Ja, also es gibt natürlich auch Frauen, die einen Herzinfarkt, Schlaganfall vor den 50 haben, aber es sind sehr, sehr wenige. Nach den Wechseljahren ist es so, dass tatsächlich die Frauen am Ende die Männer überholen. Und das ist halt doch deutlich, also es ist nicht nur ein Alterungseffekt, sondern es hat natürlich mit dem Wegfall der Östrogene zu tun. Naja, aber wenn du jetzt überlegst, du hast dann eventuell, gehst schon mit einer negativen oder mit einer schwierigen Mineralstoffbilanz in die Wechseljahre. Hast vielleicht dann noch einen erhöhten Bedarf, weil natürlich ne, durch das Schwitzen, durch viele andere Beschwerden, die in den Wechseljahren kommen, wird ja zum Teil dieser Mangel auch noch verstärkt. Ja. Das Alter kommt auch noch dazu.
dann hast du natürlich eine Mischung, die sehr gefährlich. Total. Also das ist ja genau das Ding, ja, dass wir müssen einfach anerkennen, dass wir vulnerabler für diese Krankheiten werden. Der Körper wird einfach anfälliger, das Risiko für Osteoporose, Herz-Kreislauf, Demenz, Diabetes, Depression wird einfach deutlich höher nach den Wechseljahren, ja, weil ein wichtiges Element, nämlich das Östrogen, wegfällt. Fällt noch mehr weg, aber das ist so das Wesentliche. Also Progesteron fällt ja auch weg und verschiedene andere Dinge. Und die Wirkmechanismen sind völlig unterschiedlich. Ja, Östrogen ist einerseits an der Kollagenproduktion beteiligt, ist sind ganz viele Mechanismen, die auf verschiedene Krankheiten hinwirken. Und natürlich wird dadurch die Relevanz der Mikronährstoffe aufgewertet. Ja, wenn wir also keine Hormonsubstitution machen, keine Hormonersatztherapie machen, dann müssen wir auf anderen Ebenen für unsere Gesundheit umso mehr sozusagen tun, um eben diese Risiken chronischer Erkrankungen vorzubeugen. Und es ist, wir reden jetzt ganz viel über die Mikronährstoffe und über Ernährung, ja, und Supplementierung. Also Entschuldigung, hier klingelt es die ganze Zeit, ich muss mal hier was ausstellen. Also ich finde, die Ernährung ist eigentlich die Nummer eins Medizin. Ja, man sollte sich auch mal wieder auf das zurückbesinnen, was eigentlich unseren Körper in Gang hält. Das ist nämlich die Ernährung, ja, das, was wir oben reintun, damit es allen Organen gut geht. Und dann gibt es ja noch zwei weitere Säulen der Prävention. Das zweite ist die Bewegung. Darüber sprach man gerade auch im Zusammenhang mit den Muskeln, ja, dass eben auch Muskeltraining einen deutlichen Effekt eben auch auf diese Erkrankungen hat, ne? Also wir wissen, dass Laufen, Ausdauertraining gut fürs Herz ist, das Muskeltraining, hatte ich vorhin erwähnt, gut für die Knochengesundheit ist und dass natürlich auch eine Gewichtsreduktion gut für die Prävention von Diabetes ist. Also da ist ja auch ganz viel. Hormone, die du abbaust, ja. Genau, man geht laufen und Serotonin wird ausgehen. Das sind ja alles Dinge, die wissen wir. Ich glaube, häufig haben wir einfach nicht so die Messbarkeit, die uns halt bei den anderen Sachen so gegeben ist. Ja, wir sehen unser Gewicht, wir können auch eben unsere Blutwerte messen und bei den anderen Sachen wird es dann schon ein bisschen schwieriger, weil wir wissen natürlich nicht, wie ist unser Serotoninwert jetzt gerade nach dem Lauf. Können wir nur so ein bisschen subjektiv. Fühlen wir nur. Genau. Und die dritte Säule ist ja die Achtsamkeit, also die Stressreduktion. Und das hat vor allem die Bewandtnis, dass das Cortisol, ne, ist ja das Hormon, was sozusagen alles andere so ein bisschen ausschaltet, damit es auf eine Stressreaktion gut reagieren kann. Das heißt, es ist so ein Räuber von allen Mikronährstoffen und allen sonstigen Hormonen. Es tut sich einfach in den Vordergrund und sagt hier jetzt mal alle ruhig, wir müssen jetzt hier ein Problem klären. Und das ist das Cortisol. Und deswegen ist es total wichtig, umso wichtiger, ne? Deswegen wird es in den Wechseljahren so wichtig, dieses Stressmanagement zu machen, weil eben wir brauchen diese Mikronährstoffe und wir brauchen all das, damit der Körper gut funktionieren kann. Was braucht denn der weibliche Körper jetzt noch neben dem Kalzium? Genau, also gehen wir mal aufs Magnesium, weil das ist wirklich, man muss sagen, das am meisten unterschätzte aus meiner Sicht. Ich meine, vieles wissen wir über B12 und Vitamin D und Kalzium für die Knochen und so weiter. Aber Magnesium ist einfach ein Allrounder, ja. Der ist auch überall unterwegs und hat ganz viele Effekte im Körper. Und deswegen sind auch bei einem Magnesiummangel alle möglichen Symptome vertreten, ja. Also ich lese mal hier vor, was haben wir hier? Müdigkeit, Schlafstörung, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörung, Gewichtszunahme, Verstopfung, Muskelkrämpfe, Zuckungen, Kopfschmerzen. Und die Liste ist einfach so lang, ja. Also aus einer Studie. Es ist einfach so viel. Und daran sieht man, wie relevant Magnesium im Körper ist. In diesem Artikel, den ich da gelesen habe, manchmal liest man 300, dort stand jetzt 600 enzymatische und Stoffwechselprozesse, die an denen Magnesium beteiligt ist. Das ist einfach enorm viel. Ne? Und die werde ich jetzt nicht alle besprechen. Kann ich auch gar nicht. So weit bin ich nicht ausgebildet. Aber ich glaube, es sind so ein paar Dinge, die wirklich wichtig sind. Also erstmal Magnesium und Diabetes. Das sind so zwei Dinge, die sollte man verstanden haben. Und Diabetes wirklich betrifft jede fünfte Frau
sehr viele, also Ü65, und sehr viele wissen es auch nicht, ja, und es ist einfach eine Mistkrankheit. Also das will man wirklich nicht haben. Und das Magnesium hat verschiedene Wirkungen sozusagen in der Prävention von Diabetes. Das eine ist, dass es die Zellen sensitiver macht. Ja, das Problem bei Diabetes ist ja, dass die Zellen nicht mehr das Blut aus dem, das Glucose, das Zucker aus dem Blut aufnehmen. Und das Magnesium unterstützt also die Rezeptoren, die Zellrezeptoren, dieses Insulin aufzunehmen und das also den Blutzucker besser zu verstoffwechseln. Dann konnte eben gesehen werden, dass in verschiedenen Studien, dass die Gabe von Magnesium tatsächlich vergleichbare Wirkungen hat wie Lebensstilintervention. Also zum Beispiel Gewichtabnahme ist ein Thema. Wenn man Diabetes hat, sollte man Gewicht regulieren. Und man hat das sozusagen verglichen mit dem Magnesium und das Magnesium hat einen ähnlichen Effekt. Aber wie genau der Wirkmechanismus da ist, das ist eben auch noch nicht so hundertprozentig sozusagen belegt. Aber ist ja bemerkenswert, ne? Das ist bemerkenswert und es ist so einfach, ja, weil Magnesium ist nun wirklich was man bei DM kaufen kann und man kann es auch nicht wirklich überdosieren. Also es ist wirklich Woher kriegt man Durchfall? Ja, genau. Also der Körper entledigt sich dann selber davon. Manche finden das auch ganz gut, weil das so ein bisschen auch die Verdauung anregt. Also viele Frauen haben ja eher sozusagen mit Verstopfung eher zu tun. Jeder ist da anders. Aber insoweit ist nämlich auch Magnesium ganz gut und das ist ja auch so ein Thema für die Wechseljahre, das Thema Gewichtsregulation, also Gewichtsabnahme. Also die Insulinsensitivität der Zellen nimmt halt mit dem Alter ab. Und sie nimmt auch umso mehr ab, wenn wir das Östrogen flöten geht. Ja, deswegen nehmen wir halt auch nach den Wechseljahren deutlich zu, weil eben dieser ganze Zucker, den wir aufnehmen, nicht mehr in die Zellen kommt, da wo es hingehört, um dort ihren Job zu machen, um Energie zu produzieren und so weiter, sondern es bleibt halt sozusagen im Blut und wird dann eben eher in Fett umgewandelt. So, und das ist eben der Punkt. Und wenn wir Magnesium nehmen, dann wird eben diese Insulinsensitivität der Zellen ein bisschen unterstützt. Und damit kann auch so ein bisschen stärker eine Unterstützung geleistet werden für die Gewichtsabnahme. Also das ist schon relevant. Da gibt es keine Beweise für. Man kann solche Studien lesen und solche Studien lesen, aber es ist auf alle Fälle eine interessante Sache und sicherlich auch nicht zu unterschätzen, was das Magnesium an der Stelle in unserem Körper machen kann. Ja, und alleine, wenn du dir überlegst, so viele Stoffwechselvorgänge enzymatischer Art, an denen Magnesium beteiligt ist. Und ganz ehrlich, ob es da 300 oder 600 sind, ja, das ist irrelevant. Es ist einfach wichtig, dass man einen guten Magnesiumspiegel hat. Ja, absolut. Genau. Vielleicht noch ganz kurz, weil wir das beim Calcium ja schon, glaube ich, ein bisschen angesprochen haben, dieses Thema Calcium-Magnesium, die beiden spielen zusammen, ne? Also das Magnesium entspannt so ein bisschen die Muskeln, während das Calcium dafür zuständig ist, den Muskeltonus zu stärken. Und deswegen ist Magnesium auch für das Thema Herzgesundheit wichtig, weil es eben auch die Blutdruck senkende Wirkung hat, ja, weil es ein bisschen entspannt und dann ist eben der Blutdruck nicht so hoch. Also das ist nochmal ein bisschen, ja, auch bei Kopfschmerzen und Migräne. Genau, ja. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Derselbe Mechanismus, genau. Diese Entspannung der Gefäße, die Gefäße weiten sich, der Blutfluss wird erleichtert, der Blutdruck sinkt und deswegen vielleicht an der Stelle Magnesium zu Calcium. Da gibt es so ein Verhältnis, was auch immer wichtig ist, ne? Das Verhältnis, also in der Aufnahme sollte das Verhältnis ungefähr 1:2 sein. Also eins Magnesium, zwei, also wenn man 1 Milligramm Magnesium, 2 Milligramm sozusagen Calcium, dass das so in diesem Verhältnis ist. Ja? Das hat einerseits mit diesem antagonistischen Verhältnis zwischen Magnesium und Calcium bei den Muskeln zu tun. Magnesium ist aber auch dafür zuständig, habe ich das vielleicht schon gesagt,
das habe ich glaube ich noch nicht gesagt, dass das Vitamin D aktiviert wird. Ja, wir nehmen ja Vitamin D auf, aber sozusagen diese Aktivierung des Vitamin Ds erfordert auch wiederum Magnesium. Und deswegen auch an der Stelle für die Knochengesundheit, wo wir ja schon gesagt haben, Vitamin D, Vitamin und Calcium und K2 brauchen auch noch das Magnesium. Die gehören sozusagen alle in dieselbe Gruppe, damit das funktioniert. Es ist so ein schönes Beispiel, weißt du, für dieses Zusammenwirken der ganzen Mineralstoffe. Weil das ist ja auch sowas, dass dann manchmal einfach so selektiv substituiert wird, also wirklich nur sich einer rausgepickt wird nach dem Motto, ja, ich mache viel Sport, also dann nehme ich jetzt auch mal Magnesium, ohne zu verstehen, dass es wirklich ein Zusammenspiel ist. Genau, also deswegen ist es ja auch wichtig, dass man nicht nur einen Wert überprüft, mehrere Werte überprüft. Und deswegen bieten wir ja auch diese Beratung an, weil das Wissen, was dahinter steckt, ja, auch da wird so viel Quatsch erzählt, ja, ehrlicherweise. Also so ein bisschen das einzuordnen, ja, was heißt das denn eigentlich? Ein hoher Vitamin-D-Spiegel, niedriger Calcium-Spiegel, okay, da ist nicht so, aber wenn beides im Keller ist, ne, dann muss man schon ein bisschen gucken. Und dann ist es sowieso so, dass man manchmal, und vielleicht ist das auch die Überleitung zum Eisen, dass es schon manche Sachen gibt, die sollte man dann nochmal genauer überprüfen. Ja, also wir haben jetzt in unserem Test, den wir jetzt sozusagen an deine höheren Leserinnen und Zuschauerinnen zur Verfügung stellen, in einem Eröffnungsangebot, dass man da, also wir haben nur einen Eisenwert, ja, das ist der Ferritinwert, das ist auch nicht das Eisen im Blut, sondern das ist das Eisenspeicher, ja. Und wenn der zum Beispiel sehr hoch oder sehr niedrig ist, sollte man schon nochmal zum Arzt gehen und noch andere Eisenwerte prüfen lassen, ja, das Transferrin, das Transporteisen, aber auch den Hämoglobinwert, ja, das sind dann, oder auch den Entzündungswert, CRP-Wert, also das sind dann auch so Werte, die gehören so zusammen, um wirklich zu erfassen, was ist denn da eigentlich im Körper los? Wenn der so sozusagen am unteren Ende, am oberen Ende ist der Eisenwert, dann kann man da selber ein bisschen regulieren, je nachdem, wo man gerade steht. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, wo ich sage, wenn wir dann im Gespräch sind und es kommt raus, der Eisenwert ist einfach total hoch, dann würde ich schon mal sagen, geh mal zum Arzt, weil das hört sich nicht gut an. Da sollte man vielleicht nochmal gucken, wie auch die Entzündungslage im Körper ist zum Beispiel. Mhm. Jetzt ist das Thema Eisen ja ein Thema, was nicht nur für die Wechseljahre wichtig ist. Das ist ja auch so ein Mineralstoff, sage ich mal, der bei Frauen generell eine wichtige Rolle spielt. Und ich sag mal, das wird natürlich in den Wechseljahren oder in der Vorphase der Wechseljahre sehr interessant für Frauen, dieser Wert, weil ja bei vielen Frauen, bevor die Blutung aufhört, das wissen auch ganz viele nicht, eine Phase kommt mit massivsten Blutungen. Und ich kenne also Frauen, die so schlimm bluten in dieser Phase. Das kann bis zu 1-2 Jahren gehen, diese Phase, wo wirklich, wenn die Regel dann kommt, meistens kommt sie dann auch schon so ein bisschen unregelmäßiger, aber dass sie dann wirklich so massiv kommt, dass die Frauen sehr, sehr große Probleme damit haben und wirklich auch massive Blutverluste haben. Absolut. Also diese Frauen kenne ich auch sehr gut. Also es ist tatsächlich so, Eisen ist der Wert oder die Eisenzufuhr oder sozusagen die Versorgung mit Eisen ist das Mineral, das am defizientesten ist. Ja? 75% der Frauen erreichen nicht die empfohlene Zufuhr von Eisen. Das ist vor den Wechseljahren. Ja, weil nach den Wechseljahren, wenn wir nicht mehr bluten, brauchen wir gar nicht mehr so viel Eisen. Aber vor den Wechseljahren brauchen wir schon Eisen, weil wir eben diese Blutverluste jeden Monat haben. Und in dieser Phase bis zu den Wechseljahren, und das finde ich massiv. Und der Wert, der untere Wert ist wirklich sehr, sehr, sehr niedrig. Ja, also das sind dann irgendwie, 15 Mikrogramm pro Liter, glaube ich, ist der untere Wert. Wenn man da ist, das ist schon nicht gut. Ja, das ist so eher ein sozusagen ein Wert, der sich am Durchschnitt der Bevölkerung orientiert, als an wirklich Studien, die besagen, was braucht der Körper eigentlich wirklich. Also wenn man da drunter ist, das ist schon wirklich dramatisch und da fühlt man sich auch wirklich nicht wohl. Ja, also Eisen ist Müdigkeit,
ist anämische Zustände, Blässe, ist wirklich nicht. Wie bitte? Kopfschmerzen auch da, Kopfschmerzen, Migräne. Also das ist wirklich auch Schwindel, verminderte Leistungsfähigkeit. Also auch wieder alles Symptome, die halt auch sonst in den Wechseljahren vorkommen und die eben durch diesen Eisenmangel, und du hast es gerade super beschrieben, das ist das typische Bild der Periode vor, bevor die letzte passiert, ist einfach, dass es extrem starke Blutungen, extrem häufige Blutungen, extrem lang anhaltende Blutungen, ein ganz, ganz typisches Zeichen für die Perimenopause und vor allem für die späte Perimenopause sind. Und da ist eben Eisensupplementierung wirklich erforderlich, weil wir so massiv Blut verlieren. Und das Problem beim Eisen ist auch wieder das Thema Veganismus, Vegetarismus, weil das Eisen natürlich hauptsächlich im roten Fleisch vorhanden ist und in der Leber. Leber essen wir alle oder die meisten von uns. Mittlerweile fast gar nicht mehr, ne? Das gab's schon oder sehr, sehr selten. Genau, und auch das rote Fleisch ist ja nicht mehr, auch umwelttechnisch nicht mehr so ein bisschen in Verruf geraten. Und insofern, je fleischloser und insbesondere je weniger rotes Fleisch wir aufnehmen, also die Leberwurst ist vielleicht noch so auf dem Speisezettel, aber so der Rest ist eigentlich schon fast verschwunden, und damit ist es schwierig. Und dann kommt immer so das Argument, naja, aber es gibt ja auch Eisen im pflanzlichen Stoff. Ja, das stimmt auch. Nur, was man wissen muss, da steht dann immer auch... Wie Eisen im Spinat? Genau, Eisen im Spinat, der Pop-Eisen, ja, wissen wir ja auch inzwischen, das war ein Rechenfehler oder ein Kommafehler, keine Ahnung. Aber jedenfalls, der Spinat ist nicht so eisenhaltig, wie man noch vor irgendwie 20 Jahren oder so dachte. Aber was viel wichtiger ist zu verstehen, ist, also es gibt natürlich Lebensmittel, die viel Eisen haben. Aber bei den Pflanzlichen, das Pflanzliche ist nicht so bioverfügbar oder wird nicht so, wenn wir irgendwie 100 oder sagen wir mal, weiß ich, 20 Milligramm, 100 Milligramm pflanzliches Eisen aufnehmen, kommt davon im Blut viel weniger an, als wenn es übers Fleisch kommt. Ja, also tierisches Eisen ist viel sozusagen, wird viel stärker sozusagen aufgenommen vom Körper als dieses pflanzliche Eisen. Und deswegen, um diesen Prozess ein bisschen zu unterstützen, ist Eisen mit Vitamin C zu verbinden in der Aufnahme, weil Vitamin C unterstützt die Eisenaufnahme aus dem Darm. So, also das ist, damit kann man es so ein bisschen unterstützen. Ansonsten ist es relativ schwierig, einen guten Eisenspiegel allein durch pflanzliches Eisen aufzunehmen. Und dann, du hast ja sowieso das Problem beim Eisen, dass es nicht nur schwierig aufgenommen wird, auch die Speicherung ist schwierig. Genau. Dann, sage ich mal, hast du als Frau ja ab der Pubertät monatlichen Blutverlust. Es gibt ja viele Frauen, die leider auch schon vorher sehr starke Blutungen haben, ja, wo du das hast, Geburten. Also ich sag mal, ich kenne die wenigsten Frauen, die mit einem vernünftigen Eisenspiegel aus der Geburt rauskommen. Und auch danach ist es schwierig, das anzuheben, weil ja auch, sage ich mal, viele Präparate, die es gibt, sehr auf die Magenschleimhaut gehen, Übelkeit verursachen, sodass dann die Therapien relativ schnell wieder abgebrochen werden und nicht nach Alternativen gesucht wird, sondern dann gesagt, naja, ne, jetzt geht's mir schon ein bisschen besser wieder. Dann wird's schon. Und dann also, gehst du defizitär schon in die Wechseljahre. Ja, genau. Also du sprichst genau das an, was, also Eisen ist wirklich schwierig, einen Eisenmangel zu beheben, ist nicht einfach, ist nicht trivial. Einerseits das, was du angesprochen hast, die Verträglichkeit der Eisenpräparate. Hochdosierte Eisenpräparate reizen die Magenschleimhaut und werden nicht gut vertragen. Also ich nehme es zum Beispiel vorm Schlafengehen, dann verschlafe ich das auch, ja, was da sonst so passiert. Genau, also das ist so ein Punkt, ja. Und dann ist halt sozusagen die Disziplin nicht so groß, wenn man merkt, es tut mir eigentlich nicht gut und oder der Körper stört sich ein bisschen dran. Also die schlechte Verträglichkeit. Das zweite Problem beim Eisen ist, dass es unabhängig von Mahlzeit, es muss auf nüchternen Magen, weil wenn man es in Verbindung mit einer Mahlzeit nimmt, was ja auch dann vielleicht für die Magenschleimhaut akzeptabler wäre, aber wenn man das tut, wird es dann wieder nicht so gut aufgenommen. So, also das heißt, man sollte es ein, besser zwei Stunden
im Abstand zu der nächsten Mahlzeit, ja, was, wann soll das denn sein? Ja, also wenn ich morgens aufstehe, warte ich ja nicht noch 2 Stunden, bis ich frühstücke oder meinen ersten Kaffee nehme. Kaffee übrigens, Tee auch nicht. Tee, okay, genau. Passen nicht dazu. Alles also, schlecht. Ist ja nur die Möglichkeit am Abend. Also das ist schon mal, abends ist eigentlich die einzige Möglichkeit. Dann darf man Eisen auch nicht mit anderen Mineralien, also vorhin sprachen wir über Magnesium und Calcium, also die beiden bitte nicht mit dem Eisen zusammen, das funktioniert auch wieder nicht. Ja? Also da sind sehr, sehr viele Dinge, die man beachten muss. Jetzt neulich kam eine neue, oder so neu ist das wahrscheinlich gar nicht, aber für mich war es neu, dass es gar nicht so gut ist, jeden Tag Eisen zu nehmen, weil der Körper selber sozusagen feststellt, oh, jetzt kommt aber so viel Eisen, also das ist so eine aktive Aufnahme, das heißt, der Körper sagt dann, ah, jetzt kriege ich hier jeden Tag Eisen, Eisen kann auch potenziell toxisch sein, dann nehme ich mal nicht so viel und wandle das um. So, und deswegen ist es besser, das Eisen lieber ein bisschen höher dosiert, aber dafür sozusagen in Abständen von 2 bis 3 Tagen zu nehmen. Also das sind so ein paar Dinge, die man da vielleicht auch noch prüfen soll. Und dann, und das ist eigentlich das Schlimmste, ist, es dauert sehr lange. Man braucht sehr viel Geduld, bis ein leerer Eisenspeicher, also ein Ferritinwert unter 15, wieder aufgefüllt wurde. Es dauert sehr lange, es braucht sehr viel Disziplin, es braucht alles das, was ich gerade gesagt habe, jeden Tag oder jeden, ne, also muss man halt wirklich dranbleiben. Und das ist häufig wirklich schwierig, wenn man eben nicht sehen kann, wird es denn jetzt auch wirklich besser. Und da sind wir wieder so beim Punkt, ne, also lasst es nicht so weit kommen, dass der Eisenspiegel so weit runtergeht. Kontrolliert den lieber. Ja, wenn der so bei 30, 40 ist, dann ist das schon mal nicht schlecht, aber sollte auch nicht viel weiter runter, weil der Aufbau ist so mühsam, so langwierig, so viel Pain, ja, so viel Schmerz, der damit verbunden ist. Lasst ihn nicht unter einen gewissen Wert, und ich sag mal so 40, 50 oder so ist schon ein guter Eisenwert. Aber darunter sollte er nicht rutschen. Vor allem, weil auch noch eine andere Sache, die für Frauen in den Wechseljahren hochrelevant ist, Haarverlust. Also unsere Haare brauchen dieses Sauerstoff, was von dem Eisen transportiert wird. Und da auch ist 30, 40 ist, glaube ich, so die Schwelle, wo das Eisen eher an andere Orte als in die Haare gebracht wird. Weil natürlich sagt der Körper, haarlos überlebst du. Aber alles andere ist schon recht wichtig. Und dann geht es eben nicht in die Haare, sondern geht in die anderen Organsysteme. Für die Fortpflanzung musst du ja auch nicht mehr schön sein. Also sagt ja. Der Körper sich, ja, okay. Ja. Also ich meine, das ist immer toll, was der Körper alles kann. Ja, ich finde das immer so grandios. Ja, aber ist halt leider so. Weißt du, es ist auch so, wenn man so ein Gespür hat für den Körper und da wirklich mal auch so ein Körperbewusstsein wieder erreicht, dann ist es auch spannend, wie der Körper sich bemerkbar macht. Also ich kann mich jetzt so als ein ganz drastisches Beispiel daran erinnern in meinen Schwangerschaften. Ich bin auch schon früher jemand gewesen, ich habe eigentlich nicht viel Fleisch gegessen, aber in den Schwangerschaften, ab einem gewissen Punkt, wo dann auch klar war, ne, jetzt braucht der Körper einfach mehr Eisen, waren die Fleischereien für mich, was für andere Schuhgeschäfte sind. Ich bin da wirklich reinmarschiert und ich habe gekauft, also unfassbar, ich habe wirklich fast jeden Tag Fleisch gegessen. Ich bin jetzt Vegetarier, ich esse jetzt gar kein Fleisch mehr, aber ich habe wirklich auch früher nicht viel gegessen. Aber es war so ein Drang danach, und da zeigt dir der Körper einfach ganz klar so, das ist jetzt hier Fokus. Ja, aber ich glaube, die meisten von uns haben das ein bisschen verlernt. Also ich muss gestehen, ich habe das verlernt, da muss mein Körper schon schreien, damit ich höre. Ja, aber dafür sind wir ja auch da. Ne? Wir machen es einfach transparent mit Haaren. Ja, das ist toll. Man muss, ne, also das ist eben wichtig, dass, also gerade jetzt beim Eisen, weil wir da jetzt gerade stehen, ist es halt wichtig, frühzeitig zu handeln, weil es sonst irgendwie mühsam wird. Ja? Ja. Und das heißt also, selbst für Frauen sozusagen, die noch keine Symptome haben, die noch nicht Haare büschelweise ausgehen, sollte man halt schon mal nachgucken, wie steht es denn eigentlich mit dem Eisen? Das ist übrigens, glaube ich, der einzige Wert, der auch beim Arzt im großen oder kleinen Blutbild, weiß ich gerade nicht genau, ich glaube im großen, mit erhoben wird.
Die anderen Werte werden alle beim Arzt nicht erhoben. Ja, also das ist nicht Teil der Kassenleistung. Und auch beim Eisen, auch die Therapie, Eisentherapie wird nur bei einem, also wirklich anämischen Zustand dann auch von der Kasse bezahlt. Was finde ich ziemlich, ziemlich dumm ist, weil es ist einfach wirklich unnötig. Aber wir haben es ja jetzt selbst in der Hand und können uns selber testen und auch selber in Aktion treten und was tun. Zum Abschluss würde ich ganz gern eine Sache nochmal ansprechen. Jetzt gibt es vielleicht die eine oder andere Frau, die sagt, Benita, ich ernähre mich so gesund und ich baue alles bei mir selber an und ich esse quasi nur Rohkost oder ich mache nur dies oder ich mache nur, ich bin mir da ganz sicher, ich brauche so das nicht, weil ich bin da super aufgestellt. Habe ich auch gedacht. Danke. Also diese Geschichte, also ich war wirklich schockiert. Ich dachte, bei mir ist alles super. Und ich bin dann sogar zum Arzt noch gegangen und habe es da nochmal überprüfen lassen. Also, überall bin ich defizitär. Überall. Und das wirklich, ich weiß nicht, woran. Ja, und ich glaube, man muss auch nochmal in einen Punkt auch nochmal ansprechen und deutlich machen. Natürlich ist einmal das, was ich selber tue. Ja, aber wir leben ja nun in einer Umwelt, in einer Gesellschaft. Das können wir nicht verändern, wenn ich mal alleine unsere Qualität der Böden nehme. Ja, wir sind einfach jetzt auch anerkannt Zink- und Selenmangelgebiet, weil in den Böden nichts mehr drin ist. Und ob ich dann meine Karotten selber anbaue oder sie vom Biomarkt kaufe, wenn kein Selen und Zink da ist, wie soll es in die Karotte kommen? Ja, also das stimmt für Zink und Selen, natürlich weniger jetzt für die anderen Vitamine und so weiter, aber du hast schon recht, ja. Also das ist so ein Argument. Ein weiteres Argument ist halt, dass es gibt natürlich Frauen, die sind super versorgt. Sehe ich jetzt auch, ja, bei meinen Klientinnen, da gibt es welche, die machen den Test und dann fehlt irgendwie ein bisschen hier, aber ansonsten alles tippitoppi. Es ist halt total individuell. Also wir müssen einfach so individuell, wie unsere Wechseljahresbeschwerden sind. Für jede Frau erlebt das anders, ja. Und das finde ich schon auch so faszinierend eigentlich, dass das nicht so ein Prozess ist, der mal so ein bisschen mehr so und mal ein bisschen mehr so, aber der so unterschiedlich ausgeprägt bei unterschiedlichen Frauen ist. Und das zeigt einfach, wie unterschiedlich unsere Körper, wie unterschiedlich unser Stoffwechsel, wie unsere Resilienz, unsere körperliche Resilienz gegenüber verschiedenen Stoffen, Hormonen, Mikronährstoffen und so weiter ist. Und es gibt einfach, es sind auch so viele Einflussfaktoren. Ja, der eine hat viel Stress. Stress, weil du gerade Zink zum Beispiel, also wenn er Stress hat, dann geht der Zinkspiegel sofort runter. Ja, dann gibt es so Sachen wie Veganismus, Vegetarismus, ja, da sind wir beim B12 und beim Eisen als potenzielle Kandidaten, die irgendwie fehlen. Dann sind die einen den ganzen Tag draußen, die anderen sitzen den ganzen Tag im Büro, die nächsten rauchen und trinken Alkohol, da sind die B-Vitamine sofort dahin, ja, wenn man Alkohol trinkt, dann werden die B-Vitamine halt nicht aufgenommen. Also da gibt es so viele Einflussfaktoren, die, hallo, wir bekommen Besuch. Da gibt es so viele Einflussfaktoren, die man auch gar nicht so ganz immer auf der Kette hat, ja, und das kann gut sein, dass man sich super ernährt, das kann aber auch sein, dass man vielleicht einfach in der Menge zu wenig aufnimmt, also jetzt mache ich das letzte Beispiel, Vitamin B9, Folat, kommt übrigens vom Wort Folio, ja, das sind Blätter, also alles grüne Blattgemüse, das müsste eigentlich für uns alle kein Problem sein. Aber ich meine, da muss man schon jeden Tag irgendwie, weiß ich, 300 Gramm Kichererbsen jeden Tag essen. Mhm. Das macht keiner, ja. Und zwar regelmäßig. Und da müssen wir halt so ein bisschen auch ehrlich mit uns sein. Die Mengen, die erforderlich sind, die sind wirklich, und zwar in allen Kategorien, sind wirklich schwer zu aufzunehmen jeden Tag. Ja, einmal das. Und ich finde es einfach auch nochmal wichtig, dass wenn eben, sag ich mal, eine der Frauen sagt,
ich finde das super, ich mache das jetzt, ich möchte wissen, wo sind meine Spiegel, und dann vielleicht tatsächlich, so wie du gerade sagst, geschockt ist, weil alle Werte nicht in dem Bereich sind, so wie man sich das vielleicht wünschen würde, weil man viel für sich tut, dass es eben Faktoren gibt, die außerhalb meines Einflusses sind. Und ja, dass es kein Marker ist dafür, wie gut ich mich ernähre oder wie gut ich mich um mich kümmere oder wie gut ich, das finde ich einfach ganz wichtig. Und ich danke dir und eurer Firma auch sehr, dass ihr da so ein tolles Angebot für alle Lemon Days Leserinnen habt und wirklich auf dieses wunderbare Angebot, was ihr ja sowieso schon habt, nochmal wirklich uns nochmal einen Rabatt gibt. Das finde ich ganz großartig. Und so viele Frauen die Möglichkeit haben, für ihre Gesundheit was selbst zu tun, eigenverantwortlich zu sein. Und das finde ich ganz, ganz großartig, weil genau das ja das ist, was wir auch mit unserem Magazin immer wieder deutlich machen möchten, dass die Frauen selbstbewusst und eigenverantwortlich durch die Wechseljahre gehen dürfen. Ganz genau. Und gezielt handeln und für gesundes Altern vorsorgen. Ja, definitiv. Ich danke dir von Herzen, liebe Benita. Es war wirklich eine Freude, diese beiden Videos. Also wenn ihr das zweite Video hier schaut und ihr habt sträflicherweise das erste noch nicht gesehen, dann müsst ihr unbedingt nochmal das erste auch schauen, weil Benita hat so viele interessante Dinge erzählt, ist so ins Detail gegangen hier mit uns. Du hast jetzt wirklich ein umfangreiches Bild darüber, was diese Mikronährstoffe für dich machen, auch präventiv. Und ja, ich kann nur sagen, Mädels, 4 Wochen lang gilt dieses super tolle Angebot von Beyoni, und nutzt es bitte. Nutzt es und schaut, dass ihr gesund und gut durch die Wechseljahre kommt. Danke dir, Ann-Kathrin. Hat mir echt Spaß gemacht mit dir. Sehr, sehr gerne.